Wir werden, bevor der Vortrag losgeht, noch mit einer kleinen Umfrage zum Igel starten. Meine Kollegin müsste die einmal einblenden, die Frage. Da ist sie schon aufgetaucht. Wir wollen nämlich von Ihnen bzw. von euch wissen, haben Sie ihr das Tier des Jahres denn vielleicht im vergangenen Sommer oder Herbst mal selbst gesehen? Meistens sind die Tiere ja doch relativ heimlich unterwegs, aber vielleicht hat der ein oder andere das schon mal im Garten oder sonst wo beobachten können. Da sind schon einige Antworten eingetrudelt. Wir warten noch mal einen kurzen Augenblick. Und ich glaube, jetzt können wir die Umfrage auch beenden. Oha, das ist ein eindeutiges Ergebnis. Mehr als 80% der Teilnehmenden an der Umfrage haben einen Igel schon mal gesehen. Jetzt haben wir natürlich nicht gefragt, ob lebend oder tot, aber wir freuen uns, dass das Tier des Jahres unseren Teilnehmern doch häufiger begegnet. Denn warum das vielleicht zukünftig auch immer seltener der Fall sein könnte, werden wir heute im Laufe des Abends auch etwas herausfinden. Und jetzt führe ich Sie einmal durch unseren Vortrag zum Thema Igel. Beginnen möchte ich einmal, Andreas Kinse hat es ja einleitend schon gesagt, wir stellen in jedem Jahr die Wahl des Tier des Jahres unseren Förderinnen und Fördern zur Wahl. Das Ganze fand von 1992 bis 2016 von der Schutzgemeinschaft Deutsches Wild statt. Die hat das Tier des Jahres selbst verkündet und gewählt. Und seit 2017 wird das eben von unseren Förderinnen und Fördern gemacht. Dabei werden pro Jahr drei Tierarten zur Auswahl gestellt, die sich in der Klammer eines bestimmten Lebensraumes befinden. Beispielsweise hatten wir schon den aquatischen Lebensraum, in dem der Schweinswal 2021 Tier des Jahres geworden ist, oder eben im letzten Jahr der Waldlebensraum mit dem Gartenschläfern. Theoretisch können alle hier in Deutschland lebenden Säugetiere zum Tier des Jahres gewählt werden. Dabei sind immer unterschiedliche Kriterien bei der Wahl zu berücksichtigen, sei es beispielsweise die Gefährdung, die Bedrohung des Lebensraums, ein Mensch-Wildtier-Konflikt, aber auch Tiere, die eben einseitig wahrgenommen oder gar unbeliebt sind, können zur Wahl stehen. Und in diesem Jahr hat der Igel sich ganz klar durchgesetzt, mit zur Auswahl standen, man sieht es hier auf dem Bild schon, der Rotfuchs und das Eichhörnchen und das Igel. Der Igel hat in diesem Jahr die meisten Stimmen von unseren Spenderinnen und Spendern erhalten und wurde somit zum Tier des Jahres 2024 gewählt. Und jetzt möchte ich Ihnen in der nächsten halben Stunde ein bisschen was zur Biologie des Igels erzählen, aber auch zu seinen Gefährdungen, womit hat der Igel heute zu kämpfen und darüber leitend hin zu dem, was wir für den Igel auch selbst tun wollen, was wir vielleicht schon bislang getan haben. Und da einen kleinen Ausblick geben, was wir im kommenden Jahr jetzt mit dem Igel als Tier des Jahres vorhaben. Zunächst einleitend einmal in Europa haben wir zwei Igelarten. Wir haben den Braunbrustigel. Das ist auch der Igel, über den ich jetzt im Laufe des Vortrages weiterhin sprechen werde, der in Deutschland flächendeckend verbreitet ist. Dann gibt es noch den nördlichen Weißbrustigel, der möglicherweise am Rande von Deutschland, an der Grenze zu Polen auch vorkommt. Genaues Vorkommen ist aber unklar. Beide Igelarten sind auf der IUCN-Ebene nicht bedroht. Und es kann durchaus vorkommen, dass Igel, die sich in diesen Überschneidungsgebieten befinden, auch hybridisieren, das heißt hybride Nachwuchs bekommen. Denn der Weißbrustigel ist auch erst seit 1996 als eigenständige Art erfasst worden. Jetzt werde ich aber im weiteren Laufe des Vortrages auf den Braunbrustigel eingehen und ihn einfach Igel nennen, weil so kennen wir ihn alle ja. Zunächst ein paar Daten, Zahlen und Fakten. Viele haben sicherlich, wie ich es schon gesehen habe, den Igel schon mal selbst beobachten können. Meistens hat er eine Körperlänge von bis zu 30 Zentimetern und eine Körperhöhe von 20 Zentimetern.
Dabei darf man gar nicht unterschätzen, dass er doch relativ lange Beine haben kann. So etwa 10 cm können sie lang sein, verstecken sich aber meist gut unter dem dichten Stachelkleid. Das Gewicht liegt zwischen 350 bis 1500 Gramm, wobei die Obergrenze meist bei sehr großen adulten Tieren kurz vor dem Winterschlaf erreicht wird. Das Alter in der Regel in der freien Wildbahn liegt bei bis zu 7 Jahren. Durchschnittlich werden Igel aber aufgrund der hohen Sterblichkeit gerade im ersten Winter deutlich jünger, nur etwa 2,5 Jahre. Es gibt auch neue Studien, beispielsweise aus Dänemark, die Igel nachgewiesen haben, die auch zwischen 10 und 16 Jahre alt geworden sind. Dabei handelt es sich aber in der Regel um Ausnahmen. Der Igel ist etwa, ja, wie ich schon beschrieben habe, Kaninchen groß, hat eine gedrungene Körperform und 5.000 bis 7.000 Stacheln. Das variiert immer etwas je nach Literaturangabe. Am Kopf, am Bauch und an den Beinen hat er keine Stacheln. Dort kennzeichnet ihn sein braunes Fell. Was braucht so ein Igel in seinem Lebensraum? Vor allem sind es kleinteilige Strukturen, beispielsweise Heckenlandschaften, aber auch feuchtes Grasland oder offene Laubwälder sind der charakteristische Lebensraum eines Igels. Darin sollten sich im besten Fall viele Gebüsche und Gehölze als Versteckmöglichkeiten anbieten, die ihm als Tagesquartier bzw. Winterschlafquartier dienen. Und vielleicht lässt sich auch der englische Begriff Hedgehog ein bisschen daraus ableiten, wie das Tier so ein bisschen charakteristisch darzustellen ist. Hedge für Hecke und Hog für Schwein. Die Igel sind auch nicht gerade leise, wenn man sie manchmal in den Sommernächten hören kann, bevor man sie gesehen hat. Also dahingehend auch ganz charakteristisch sein Name für seinen Lebensraum. Heutzutage bewohnt der Igel einen sehr unterschiedlichen Lebensraum. Zum einen ist er in der Stadt anzutreffen und dort können wir ihn als Kulturfolger feststellen, aber er ist auch auf dem Land anzutreffen. Und welche unterschiedlichen Lebensräume er dort vorfindet, möchte ich Ihnen folgende nochmal kurz vorstellen. Auf dem Land sind es eben diese kleinräumigen, abwechslungsreichen Kulturlandschaften, vor allem Waldränder, Hecken, Gehölze und artenreiche Magerwiesen, die er als Lebensraum benötigt. Und er kommt eben in einer Höhe von etwa bis zu 2000 Metern vor. Dichte Nadelwälder oder zu feuchte Moor- oder Sumpfgebiete meidet der Igel in der Regel. Wichtig in diesem Lebensraum ist vor allem eben immer die Unterschlupfmöglichkeit, die er benötigt. In der Stadt sieht das Bild für den Igel ganz anders aus. Dort lebt er vor allem eben in naturnahen Gärten und Parks, hat aber auch eine hohe Strukturvielfalt, die er nutzen kann und lebt ganz oft in direkter Nähe zu Menschen. Hier beispielsweise auf den Bildern zu erkennen, ein Parkplatz eines Supermarktes hier in Hamburg, hinter den Müllcontainern ein dichtes Gebüsch aus Brombeeren, Brennnesseln. Da mag man gar nicht dran glauben, dass da ein Igel lebt, aber tatsächlich wurde in einer wissenschaftlichen Arbeit herausgefunden, dass der Igel dort sein Quartier angelegt hat. Im unteren Bild kann man den Igel vielleicht ein bisschen im dichten Gestrüpp des Nests erkennen. Was braucht der Igel als Nahrung vor allem? Er ist ein Insektenfresser, das heißt, der Igel ist per se erstmal hat er ein relativ breites Nahrungsspektrum. Das heißt, die Nahrung, die er am häufigsten eben in seinem Streifgebiet vorfindet, die wird dann auch gefressen. Da stehen ganz oben eben Insekten auf dem Speiseplan. Vor allem sind es Laufkäfer, aber auch Raupen von Tag- oder Nachtfaltern. Genauso zählen Regenwürmer, Ohrwürmer, Schnecken, dabei bevorzugt Nacktschnecken wie auch die Ackerschnecke oder auch Vogeleier, ab und zu kleinere Säugetiere auf dem Speiseplan. Pflanzliche Kost wird meist eher nebenbei mal gefressen oder gelegentlich Fallobst, wenn vor allem da sich die fressenden Insekten befinden. Der Igel ist ein nachtaktives Tier. Von der Abend- bis zur Morgendämmerung ist er unterwegs, dabei meist auf Nahrungssuche, kann aber auch tagsüber mal angetroffen werden. Das kann dann zum Beispiel sein, wenn er an seinem Ruheplatz gestört wird oder auch die Igelmutter mal die Nase voll hat von dem Nachwuchs und etwas Ruhe braucht und sich ein neues Quartier sucht. Igel wechseln auch durchaus die Tages- bzw. Winterschlafquartiere. Stichwort Winterschlaf.
In der Regel findet dieser zwischen Oktober, November und März, April statt. Dabei gehen die Männchen etwas früher in den Winterschlaf, schon ab Oktober, und wachen auch etwas früher im März auf. Und die no Weibchen gehen dann im November, April in den Winterschlaf und überwintern dabei eben in sicheren Verstecken unter Laub- oder Asthaufen, Schuppen, aber auch anderen Strukturen, wie beispielsweise ein Stapel von alten Autoreifen. Da gibt es ganz verschiedene Quartiere, die der Igel nutzen kann. Wichtige Elemente sind dabei in der Regel schützende Strukturen, wie eben Totholz oder Brombeeren, die auch verhindern, dass möglicherweise Räuber das Nest entdecken können. Was ist eigentlich Winterschlaf? Winterschlaf ist kein richtiger Schlaf. Dabei muss die Zeit des Nahrungsmangels überbrückt werden und der Stoffwechsel wird dabei reduziert. Die Herztätigkeit, Atmung und Körpertemperatur werden drastisch reduziert. Sie darf jedoch nicht beispielsweise unter 1 Grad fallen, da sonst der Erfrierungstod drohen kann, denn Igel haben unter den Stacheln keine Haare. Deshalb ist eben auch ein gut gepolstertes Nest überlebenswichtig. Gründe für diesen Winterschlaf sind vor allem, dass eben dieser Nahrungsmangel überbrückt werden kann, und Auslöser, die dann eben diese Umstellung im Igel verursachen, sind die abnehmende Tageslichtlänge, dabei mit einhergehend eine hormonelle Umstellung im Körper sowie fallende Temperaturen und die abnehmende Nahrungsverfügbarkeit. Es kann auch vorkommen, dass Igel im Winterschlaf das Nest wechseln. Das bedeutet, sie unterbrechen den Winterschlaf, um eben das Quartier zu wechseln, wenn sie gestört wurden oder wenn jetzt die Temperaturen wieder angestiegen sind. Dann kann es auch mal passieren, dass ein Igel natürlich wach wird, dann mal auch anzutreffen ist und sich dann ein neues Quartier suchen muss, wenn es wieder kälter wird und zurück in den Winterschlaf geht. Das bedeutet eben nicht, dass ein Tier, das Winterschlaf hält, konstant in diesem Winterschlaf verbleibt, sondern dass eben dieser Winterschlaf auch unterbrochen werden kann. Wenn der Winterschlaf dann vorbei ist, beginnt fast direkt die Paarungszeit. Die Jungigel sind nämlich nach dem ersten Winterschlaf geschlechtsreif. Die Männchen wachen eben schon etwas vor den Weibchen auf, um sich auch Energie anzufressen für die doch kräftezehrende Paarungszeit, die sich vom April bis September hineinstreckt. Meist ist die Hauptaktivität von Mai bis August. Dabei kann die Paarung auch relativ lange dauern, also bis sich ein Weibchen paarungsbereit zeigt, kann schon eine ganze Weile vergehen. Weibchen sind dann oft zu hören, indem sie laut schnauben und fauchen und sich aggressiv gegenüber den Männchen verhalten. Und man spricht ganz oft vom Igelkarussell, wenn man beobachten kann, dass das Männchen eben das Weibchen so lange umkreist, bis es paarungsbereit ist. Wenn die Paarung dann erfolgreich stattgefunden hat, kann das Igelweibchen nach einer Tragzeit von etwa 35 Tagen die Jungtiere zur Welt bringen. Dabei kümmern sich die Igelmütter allein um den Nachwuchs. Das Männchen kümmert sich nicht mit um die Jungtiere, und in der Regel werden im Juni und Juli die meisten Igel geboren. Das kann aber auch noch bis in den Spätsommer hineingehen. In der Regel hat so ein Igelwurf 4 bis 5 Jungtiere. Es können aber auch bis zu 10 Jungtiere in einem Wurf geboren werden. Schon bei der Geburt besitzen Igel Stacheln. Das erste Stachelkleid befindet sich noch unter der Haut und die ersten Stacheln stellen sich dann etwa nach einer Woche auf. Anfangs sind junge Igel Nesthocker, das heißt nackt und blind, werden von der Igelmutter mit nahrhafter Igelmilch gesäugt und wiegen nur etwa 8 bis 25 Gramm. Mit einer Größe von 7 Zentimetern sind sie auch sehr klein. Nach etwa 3 bis 4 Wochen verlassen die jungen Igel das erste Mal das Nest und werden dabei die Erfahrung machen, dass sie selbst lernen müssen, auch was sie fressen können. Und nach etwa 5 bis 6 Wochen dann sind die jungen Igel selbstständig und wiegen etwa halb so viel wie die Mutter. Mit 250 Gramm etwa werden sie dann eben allein ins Leben gelassen und kümmern sich dann um sich selbst. Zum besondersten Merkmal des Igels möchte ich Ihnen das Stachelkleid kurz vorstellen. Dabei handelt es sich um umgewandelte Haare aus Kreatin.
Wie ich schon erzählt habe, gibt es auch schon beim Neugeborenen ein Stachelkleid. Das wechselt der junge Igel nochmal im Jungtieralter und hat am Ende ein adultes Stachelkleid, was durchschnittlich 5.000 bis 7.000 Stacheln besitzt. Das variiert je nach Literatur etwas. Angaben bis 8.700 Stacheln sind realistisch. Darüber hinaus Zahlen sind meist eher unrealistisch. Die Stacheln sind etwa 2 bis 3 Zentimeter lang, bedecken eben die obere Seite des Kopfes, Rücken und den Seiten. An Bauch, Bein und Gesicht haben sie keine Stacheln. Sie sind cremeweiß, bis schokoladenbraun und schwarz, abwechselnd dunkel, hell gefärbt und innen hohl. Zwischen den Stacheln befinden sich eben keine Haare, die zusätzlich isolieren. Der Igel besitzt ein spezialisiertes Hautmuskelsystem, was er nutzen kann, um die Stacheln aufzustellen. Dabei wird jeder einzelne Stachel bewegt und das funktioniert so ähnlich wie wenn wir Menschen Gänsehaut haben. Wenn ein Igel Gefahr wittert, rollt er sich bzw. zieht er sich zusammen, hat zunächst immer sein Gesicht noch etwas frei, um eben die mögliche Gefahr zu beobachten. Und erst wenn direkter Körperkontakt mit möglicherweise dem Feind entsteht, rollt er sich komplett zu einer Kugel ein. Die Hauptfeinde des Igels sind dabei Dachs und Uhu, denn nur sie haben lange Krallen, die eben auch durch dieses Stachelkleid des Igels hindurch geraten können. Hier auf dem Bild ganz schön zu sehen, eben beide Beutegreifer, die sich am Igel, der sich gerade eingerollt hat, versuchen. Jüngere Igel oder kranke, geschwächte Tiere können auch mal von Marder, Iltis, Wildschwein, Steinadler, Fischotter oder eben auch junge Igel von Ratten, Elstern oder Rabenkrähen erbeutet werden. Ergänzend nochmal ein paar spannende Fakten zum Igel. Der Igel kann gut schwimmen, kann aber auch leicht ertrinken, wenn er keine Ausstiegshilfe im Badeteich oder kleinen Gartenteich findet. Und das Einspeicheln ist auch eine besondere Verhaltensweise, die beim Igel beobachtet werden konnte. Es ist allerdings wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt, warum der Igel das tut. Es ist nur bei einer sehr kleinen Anzahl von Igeln bisher beobachtet worden. Auslöser ist ganz oft ein sehr markanter Geruch, wie beispielsweise Hundekot oder Kröten, Schweiß von Menschen, aber auch extreme Gerüche wie Eier oder Kaffee. Und dann nimmt dieser Igel diesen Duft mit auf, mischt ihn mit seinem eigenen Speichel und vermischt das Ganze auf seinem Stachelkleid. Es gibt verschiedene Theorien, warum das so sein könnte. Zum einen eben, um den eigenen Duft zu überdecken als Schutz vor Fressfeinden oder einen individuellen Schutz, Duft zu erhalten, um eben bei der Partnerwahl eventuell einen Vorteil zu erzielen oder ein Mittel gegen Parasitenbefall. Aber diese Theorien sind alle etwas auch umstritten, beziehungsweise es ist weitere Forschung nötig, um eindeutig zu klären, warum der Igel sich einspeichelt. Auch ganz spannend ist der Fakt, dass das bislang älteste Tier aus der Igelverwandtschaft schon relativ alt ist und kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier vor 61,6 Millionen Jahren beobachtet wurde. Dabei fand man Fossilien in Nordamerika und Europa. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob der Igel, um den es sich da handelt, beziehungsweise der Igelverwandte, das Tier wurde Adonator benannt, ob es sich dabei auch um ein Stachel- oder Haarigel handelt. Das lässt sich bei Insektenfressern anhand der Fossilien nicht eindeutig zuordnen. Was heutzutage den Igel gefährdet, darauf möchte ich jetzt im Folgenden des Vortrages noch etwas eingehen. Denn in Deutschland steht der Igel, das haben vielleicht nicht alle auch auf dem Schirm oder wissen es, auf der roten Liste der Säugetiere Deutschlands sogar in der Vorwarnliste. Vor allem Hintergrund dafür ist der Verlust von Lebensraum bzw. auch Lebensraumqualität durch Siedlungswachstum, aber auch durch Verlust von Nahrung, das Insektensterben. Die Krefeld-Studie ist sicherlich vielen ein Begriff, in der eben in den letzten 27 Jahren in Naturschutzgebieten ein Rückgang der Insektenbiomasse um 75% festgestellt wurde. Genauso auch der Straßenverkehr. Viele Igel
werden Opfer des Straßenverkehrs oder auch neueren Gefahren wie eben den teilweise sehr beliebten Mährobotern. In Deutschland ist aber relativ viel unklar, was den Verbreitungsstand des Igels betrifft. Es gibt einzelne Studien, die darauf hinweisen, dass ein rückläufiger Trend zu beobachten ist, auch auf dem Land vor allem. Dazu gibt es verschiedene Studien aus Nachbarländern wie Frankreich, Niederlanden oder Großbritannien. In Deutschland wurde vom LBV seit 2015 das Projekt Igel in Bayern initiiert. Die haben bis 2020 19.000 Igelmeldungen bekommen und davon 4.750 Todfunde. Dabei handelte es sich um 91% Opfer des Straßenverkehrs. Eine Studie, die durch Pendler, Berufspendler durchgeführt wurde, hat auch gezeigt, dass zwischen Ende der 1970er Jahre bis Mitte der 2010er Jahre der Anteil an überfahrenen Igeln deutlich zurückgegangen ist, was eben darauf schließen lässt, dass auch die Gesamtzahl der Igel leider rückläufig ist. In seinem natürlichen Lebensraum ist vor allem das Problem die intensive Landwirtschaft bzw. Agrarlandwirtschaft, aber auch die Zerstückelung des Lebensraums durch mehr Straßenbau, die wachsenden Siedlungsbereiche, der Verlust von Nahrung durch das Insektensterben, weil weniger Hecken, kleinteilige Strukturen, und artenreiche Wiesen vorhanden sind. In der Stadt hat der Igel noch weitere Gefahren, die eben auch eben der Straßenverkehr sind, aber auch intensiv gepflegte Gärten und Parks, sind kein igelfreundlicher Lebensraum, genauso wie Mähroboter und Motorsensen dafür sorgen, dass Igel teilweise tödlich verletzt werden können. Zudem ist der Steingarten bzw. versiegelte Flächen auch ein Problem, der dazu führt, dass der Igel immer weniger Nahrung vorfindet, was ein wesentlicher Grund für den Rückgang auch mitunter ist der Igel. Genauso hat der Igel viele Barrieren, die er in seinem Lebensraum antrifft. Das heißt, Zäune, Treppen oder Mauern sind unüberwindbare Hindernisse, die es dem Igel nicht möglich machen, neue Lebensräume für sich erschließen. Weitere Gefahrenquellen, beispielsweise auch Müllsäcke, die offen liegen gelassen werden, die Igel aufsuchen bei der Nahrungssuche und sich darin verfangen können. Oder auch jetzt, wenn Osterfeuer anstehen, die Asthaufen, die von Igeln als Winterschlafquartier genutzt wurden, weil sie schon lange liegen geblieben sind und dann angezündet werden und leider eine tödliche Falle für den Igel sind. Aber auch natürlich der Einsatz von Pestiziden, die sich über die Nahrungskette im Igel anreichern können, sind eine mögliche Gefahr. Um etwas für den Schutz der Igel zu tun, haben wir 2013 schon einen Forschungspreis vergeben an Frau Dr. Lisa Warnecke, die in Hamburg zum urbanen Igel geforscht hat. Und sie hat eben dabei auch herausgefunden, dass der Igel ein Städter ist, dass es etwa 9-mal mehr Igel in der Stadt als auf dem Land gibt, hat auch schon eine Studie aus Frankreich festgestellt. Und auch diese Winterquartiere findet man an stark geprägten urbanen Standorten, wie beispielsweise hinter dem Müllcontainer, den ich vorhin auf den Folien gezeigt habe. Der Igel nutzt natürlich auch Essensreste als Nahrungsquelle. Viele Gartenbesitzer haben Haustiere wie Katzen oder Hunde. Daran bedient sich dann auch ein Igel mal. Der Jahresrhythmus hat sich dabei nicht verändert. Das heißt, der Igel verhält sich genauso wie ein Igel auf dem Land. Straßenlärm und Licht waren für die Igel weniger ein Problem. Die meisten Nester, etwa 67%, wurden in Gärten gefunden und 70% seiner Aktivitätszeit hat der Igel in Parks in der Nacht durchgeführt. Und hat dabei aber oft kleinere Reviere als auf dem Land. Pro Nacht kann der Igel schon mal 1 bis 5 Kilometer Strecke zurücklegen, in der Regel dabei auch die Igelmännchen während der Paarungszeit etwas mehr Strecke als sonst üblicherweise. Eben wie ich es auch schon erzählt habe, der Winterschlaf kann durchaus unterbrochen werden und dann können Igel bis zu 3 verschiedene Nester während des Winterschlafs nutzen.
Im letzten Jahr haben wir schon die ersten Projekte, beziehungsweise das erste Projekt zum Thema Igel gestartet. Wir haben zusammen mit verschiedenen Akteuren das erste bundesweite Monitoring für den Igel ins Leben gerufen. Dabei haben wir vom 15. bis 24. September dazu aufgerufen, uns deutschlandweit Igel- und Maulwurfsichtungen zu melden. Das Ganze fand statt, eben durch die wissenschaftliche Leitung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung und fand dann in Zusammenarbeit statt mit uns, den NABU-Naturguckern, über die Meldeplattform sowie der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Die Meldeaktion hat auch schon großes Medieninteresse ausgelöst. Zahlreiche Plattformen wie beispielsweise das Fahrgastfernsehen oder auch die Tagesschau haben über unsere Aktion berichtet. Da haben wir uns dann sehr darüber gefreut, dass schon zahlreiche Ergebnisse eingetrudelt sind. Insgesamt konnten wir in dem Zeitraum von 2 Wochen etwa 4.670 Beobachtungen von Igeln eingehen. Und dabei wurden knapp 11.000 Individuen festgestellt. Etwas weniger Beobachtungszahlen hatten wir dann beim Maulwurf. Da waren es 815 mit 2.000 Individuen. Das heißt, wir konnten in der Datenmenge schon feststellen, dass die Aktion ein Aufsehen erregt hat und die Meldezahlen eben deutlich über dem Durchschnittswert aus den Vorjahren lag. Da hoffen wir darauf, dass eben viele weitere Meldungen zukünftig eingehen werden, um auch die Situation der Igel künftig besser einschätzen zu können. Man kann mit diesen Meldungen keine genaue Bestandszahl erfassen, aber wir können uns einen langfristiges Bild über die Bestandsentwicklung des Igels machen. Und um einen Vergleich zu bekommen, habe ich hier einmal eine Karte mitgebracht. Ganz links zu sehen einmal der Meldezeitraum im letzten Jahr zu der Aktion, die wir ins Leben gerufen haben. Dort sieht man, dass eben doch sehr viele Meldungen fast flächendeckend eingegangen sind. Also die Kacheln sind jetzt keine Individuenzahl von Igeln, sondern einfach nur die Anzahl der Meldungen, die eingegangen sind. Und da kann man schon sehr gut sehen, dass fast deutschlandweit sich Beobachterinnen und Beobachter dazu entschlossen haben, Igel zu suchen. Im Vergleich dazwischen nochmal der gesamte September aus 2022 und 2021, deutlich weniger Igelmeldungen sind da eingegangen. Es lässt sich schon ein erster Trend beobachten dabei, eben dass Meldungen häufiger in Städten auftauchen als auf dem Land. Natürlich muss man dabei immer berücksichtigen, dass auch in Städten mehr Menschen leben und dort, wo mehr Bewohner sind, werden auch meistens mehr Meldungen getätigt. Aber das gibt uns schon so ein bisschen das Gefühl dafür, dass es sich bestätigt, dass der Igel inzwischen eher häufiger in der Stadt als auf dem Land anzutreffen ist. Wir haben uns dabei natürlich auch sehr gefreut, dass zahlreiche Fotomeldungen eingegangen sind von Igeln, die im Garten beobachtet wurden und hoffen, dass wir eben zukünftig weiter daran anknüpfen können und die Meldeaktion etablieren können, dauerhaft in Deutschland. Damit gebe ich noch einen kleinen Ausblick, was wir für dieses Jahr geplant haben zum Thema Tier des Jahres. Wie ich es schon erzählt habe, wollen wir ein bundesweites Igel-Monitoring aufbauen, wollen gleichzeitig dafür sorgen, dass der Igel-Lebensraum weiter vernetzt wird. Das soll passieren analog zu den in den Vereinigten in Großbritannien schon etablierten Hedgehog-Highways, kleine Durchgänge, die eben dafür sorgen, dass Igel gefahrenfrei von Garten zu Garten wandern können. Genauso wollen wir aber auch die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Igel vorantreiben und Ratgeber rausbringen, wie man den Igeln helfen und wie man ihn schützen kann. Was dabei immer jedermann tun kann, ist natürlich wilde Ecken im Garten belassen. Das heißt, dafür sorgen, dass der Igel Unterschlupf und Nahrung findet. Beispielsweise Heckenpflanzen, Laub- und Reisighaufen als Versteck belassen und auf den Einsatz von Pestiziden und Mährobotern verzichten. Damit bin ich am Ende meines Vortrages angekommen. Möchte Sie darauf verweisen, dass jetzt alle weiterführenden Links in unserer Chat-Funktion auftauchen von meinen Kolleginnen und Kollegen und möchte mich auch schon ganz herzlich bei Ihnen bislang für die eingegangenen Spenden bedanken. Der eine oder andere, der vielleicht in einer Großstadt, Hamburg oder Berlin unterwegs war, konnte schon unser Igel-Poster auf den zahlreichen Plakaten sehen und da ganz herzlichen Dank für die bislang eingegangenen Spenden.